Movies. Powered by Kitag Cinemas. Wunderschönen guten Abend und hallo zu einer ganz speziellen Zoom-Movies-Sendung. Wir sind heute nämlich bei der Neueröffnung vom Cinedome in Muri bei Bern. Und das ist nicht nur ein neues Kino, das ist ganz viel mehr. Zeigen kann uns das der CEO von der Kitag Cinemas. Ciao, Philipp Tessler. Ciao. Ciao. Hi. Was lange währt, wird endlich gut. Cinedome. Ja, das hoffen wir, dass es noch gut kommt. Ja. Hoffen wir. Wie du hörst und siehst, sind wir noch in der letzten Zeit. Ja. Also ein riesen Komplex, den ich gerne würde selber entdecken und natürlich auch den Zoom-Movies-Zuschauer zeigen. Ja. Willst du uns umführen? Für die Jungen. Da hat es alles, was das Herz begehrt. Es hat warme Nachos, warmes Popcorn, alle Arten von Getränken. Sweets, Candy Wall. Alles zum selber bedienen und dann am Schluss dorthin, wo es noch fleissig arbeiten. Genau. Also da sind noch einige Bauarbeiter am Werk. Aber es reicht bis am Donnerstag. Ja, ja, es reicht bis am Donnerstag. Dann haben wir hier den Kids Corner. Viele Kleine haben sicher den Plausch dran. Einfach hier zum Spielen und Verweilen. Es hat ein kleines Kino für die Kleinen. Viel Spass und Spannung. Genau. Und auch etwas, wo wir hier hinten haben, wir haben gefunden, dass ich das schon lange wollte. Das ist in einem Kino eine Rutschbahn zu haben. Wenn ich mich als Kind mal erinnere, war ich im Franz Karl Weber und der hatte eine Rutschbahn. Und ich habe meiner Mutter immer gesagt, wenn, dann gehen wir nur dort hin. Weil es Rutschbahn hatte. Weil es Rutschbahn hatte. Ja. Und das war eine ganz kleine. Und jetzt haben wir eine grössere angestellt, wo wir jetzt ein Rollsaal oben durch haben, wo man kann oben runterrutschen kann. Jetzt gehen wir hier die Treppe hoch zu diesen 10 Sälen. 10 Säle sind es. 10 Säle, ja. 1400 Sitzplätze. Alle top, alle haben einen Lounge drin, jeder Saal ist genau gleich bestuhlt. Also alles hochwertige Materialien. Und wo ist jetzt das neue Dolby Atmos? Ja, das ist der Saal 2. Das wollen wir schon nicht mehr. Gerne. Saal 2 Dolby Atmos. Ja, das ist jetzt der zweitgrösste Saal. Limmel knapp 18 Meter. 59 Lautsprecher, 47 Endstufen. 59? Ja. Wo sind die alle? Alle an der Wand, Decke, hinter der Leinwand. Es hat 4 Subpässe in der Saal, die man normalerweise noch vorne hat. Ja. Vorne hat es 4 und in der Saal hat es 4. Willst du mal reinhören? Sehr gerne. Das ist Dolby Atmos. Damit spielt die Anzahl der Lautsprecher um sie herum keine Rolle mehr. Weil es das erste objektbasierte Kino-Audiosystem der Welt ist. Egal, ob eine Klangwelt die Stimmung einer Szene setzt oder die volle Kraft zum Ausdruck bringt, die Naturgewalten entfesselt. Cool, oder? Mega. Wow. Wenn wir aufs IMAX schauen? Wir gehen ins IMAX. Oh! Das sind jetzt 2 Vorkos, die anderen sind NEC, mit der DLP-Technologie von Texas Instruments. Riesige Maschinen. Ja, das sind 2 rechte Töpfe, ja. Sind sie einfach auch nicht billig? Nein, sind sie nicht. Was kostet es? Viel. Es ist ein geschlossenes System. Es ist ein System, das sich jeden Morgen selber kalibriert, sodass du immer wieder auf dem ersten Stand bist, wo du es eingerichtet hast. Es hat Mikrofon und Video drin. Und melden auch direkt der IMAX Corporation, wenn wir ein Problem haben, um sofort Hilfe zu leisten. Das ist also das IMAX Saal 1. Grösste Leinwand in Bern jetzt. Mit knapp 22 Meter. 12 Meter Höhe. Also, da lässt sich ein Film wirklich geniessen. Es ist sehr eindrücklich, die Grösse. Ich bin extrem froh, dass wir das hier gar nicht vorführen fürs Fernsehen. Das Fernsehen kann das gar nicht richtig überbringen. Ja, was ist denn dein Wunsch für Muri? Ja, mein Wunsch ist, dass ganz viele Besucher kommen, natürlich, das begutachtet und ein ganz tolles Erlebnis mit heimnehmen. Das Kinogefühl, wie man es schon lange nicht mehr kennt. Und apropos Unterhaltung und Besonderes, hätten wir hier noch 12 Ponybahnen und eine Sportsbar. Was ist das für ein Wald da hinten eigentlich? Ja, du musst wirklich gehen, hast du Hunger? Ja, ja. Dann würde ich sagen, gehst du die Deko verpflegen. Ah, Hans im Glück. Hans im Glück. Glück.
Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen fast nicht mehr, aber ich sehe meinen nächsten Interviewgast, der Johannes Bühler. Er ist der Geschäftsführer von Hans im Glück. Was habt ihr euch gedacht bei dieser Deko? Wie kam es dazu? Wir haben uns gedacht, wir wollen die Natur nach innen bringen. Wir wollen, dass unsere Gäste, wenn sie uns zu uns kommen, sich wohlfühlen, sich mit natürlichen Zutaten beschäftigen, sich mit was Heimischem beschäftigen. Und die Birken haben uns die Möglichkeit gegeben, das sehr schön in den Gastraum einzubringen. Wie hat das alles angefangen mit Hans im Glück? Wie ist das entstanden? Gegründet wurde es von der Familie Hirschberger aus München. Sehr erfahrene Gastronomen, die davor auch andere Konzepte mitentwickelt haben. Und die haben 2008, 2009 gesehen, Burger ist ein interessantes Thema. Und sich dann Gedanken gemacht, wie können wir das interpretieren? Was ist unser Verständnis von Burger? Und so ist dazu gekommen, dass es Grimms Märchen mit dazu gekommen ist mit Hans im Glück. Eine der wenigen Grimms Märchen, die nicht besonders brutal sind, sondern was Schönes transportieren, eine Leichtigkeit transportieren. Und das wurde kombiniert. Das wurde kombiniert mit der Idee der Birken und so sind wir dann immer weiter gewachsen. Und das Wichtigste für euch sind die Burger. Die sind sehr, sehr wichtig. Na klar. Was habe ich hier denn? Das ist unser Hausprodukt. In Großbritannien nennen die das Signature. Das ist der Burger, den wir auch unseren Namen gegeben haben. Das ist der Hans im Glück. Und es schmeckt fantastisch. Ich beiße jetzt gerade mal rein, weil schließlich will er warm genossen werden. Und ihr könnt in der Zwischenzeit gerade mal noch ins Bowling schauen, von vorne bis hinten, was dort alles abgeht. Hallo zusammen, ich bin der Marco, bin seit 7 Jahren hier bei der Kitak und eins von meinen Babys ist das wunderschöne Bowling. Wir haben hier 12 Bahnen, die neuesten Modelle von Brunswick Bowling. Ihr kennt schon sicherlich alle, was vorne läuft, aber ich würde euch gerne mal mitnehmen hinten rein und würde sagen, gehen wir mal nach hinten. Ja, wir haben nicht nur Kino, nicht nur Bowling, wir haben hier auch eine große Sportsbar mit einer schönen, wunderschönen Lounge. Hier, wenn wir weitergehen, haben wir unsere große Bar mit allen Live-Events über den Teleclub ausgestrahlt. Und dann gehen wir mal hintere. Ja, hier ist so ein Goldstück von mir. Sind immer zwei Bahnen, Doppelbahnen, wo unter einer Steuerung laufen. Hier oben werden die Kugeln, die Kegel sortiert. Läuft alles vollautomatisch über Zahnräder und sortiert alle 10 Kegel hier in dem oberen Bereich. Und bringt dann alle Kegel nach unten, macht sie parat für die Spieler, die dann draufhauen können. So sieht's aus, wenn die Bahn läuft und man hört's auch, es ist extrem laut. Und wenn ihr das gerne mal live sehen wollt, seid ihr herzlich eingeladen hier bei uns im Cinedome in Muri. Kommt vorbei, schiebt eine ruhige Kugel, geht ins Kino oder in die Gamezone mit dem VR. Kommt vorbei und habt einen schönen Abend. Wirklich eine fantastische Entertainment-Welt, die man hier erlebt im Cinedome in Muri. Aber nebst der Neueröffnung des Kinos gibt es natürlich auch neue Filme, die anlaufen. Zum Beispiel Steven Spielberg, sein neuester Ready Player One. Ich lebe hier in Columbus, Ohio. 2045 immer noch die am schnellsten wachsende Stadt der Erde. Was einem aber nicht so vorkommt, wenn man in den Stacks wohnt. Man nennt unsere Generation die verlorenen Millionen. Verloren nicht, weil wir verschwunden wären. Man kann nirgends mehr hin. Nirgends. Außer in die Oasis. Nur hier habe ich das Gefühl, dass ich was wert bin. Eine Welt, in der die Grenze der Realität deine eigene Fantasie ist.
Jetzt habe ich euch so viel gezeigt und euch lustig gemacht auf den Cinedome in Muri. Jetzt möchte ich euch auch noch einladen. Und zwar verschenken wir zwei coole Packages für den Cinedome. Ihr könnt das vierte Hoch ins Kino gehen, zwei Stunden noch bowlen und obendrauf natürlich euch mit Getränk eindecken. Gewinnen könnt ihr, wenn ihr mitmacht, auf teleclubzoom.ch/movies. Ich drücke euch den Daumen. Ja, und nächste Woche, wie immer am Mittwoch, gibt es wieder Zoom Movies für euch dann aus dem Studio wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Machen's gut. Tschüss. Auf eine Zukunft, die endlich zum Vorschein kommt. Ja! Showtime! Liebe Kitag, was habt ihr da für eine Erlebniswelt angestellt? Eure Supersaal, das IMAX-Kino, die Bowlingbahn, die Restaurant und der Golfplatz. Ah, der kommt ja noch. Genial, wir gratulieren und freuen uns darauf. Seit ihrem Bestehen ist Kitag ein verlässlicher Partner von uns Universal Pictures. Mit dem Cinedome in Muri wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wir von Universal Pictures freuen uns enorm auf das neue Kino und wünschen der Kitag ganz viel Erfolg damit. Liebe Kitag, herzliche Gratulation zur Neueröffnung vom Cinedome in Muri. 10 Saal, wow, IMAX-Kino, alles, was das Herz begehrt. Ein riesiger neuer Kinotempel. Viel Glück bei der Eröffnung. Bern ist voll im Trend. Bald sind wir Schweizer Meister im Fußball, Top-Sieger im Fußball und natürlich Schweizer Meister im Eishockey. Das ist heute ein Glückstag. Auch ihr, liebe Kitag, habt hier in Muri mit dem neuen Cinedome inklusive IMAX eine Meisterleistung hergelegt. Herzliche Gratulation von uns allen. Du Scheiße! Liebes Kitag-Team, seit Monaten sind wir mit viel Passion und viel Innovation dran für euer neues Baby in Muri. Darum zünde ich heute zum ersten Geburtstag oder zum 0. Geburtstag ein Flämmchen an und gratuliere und wünsche ganz viel Erfolg. Ich schätze, das muss gefeiert werden. Seid ihr dabei? Das heißt ja. Lasst uns feiern! Zoom Movies. Powered by Kitag Cinemas.